Herzlich willkommen bei einer weiteren Verkostungssession hier bei den Tieraddicts. Das ist Andi. Ja, ich bin Andi. Ja. Ich bin hier Stammkunde und Nutznießer dieser Einrichtung. Nutznießer hilft immer gerne bei allem, was so anfällt, und wir trinken gerne mal einen Tee zusammen, ne? Ja. Ich bin Jürgen und unsere Mission ist es, Menschen für Tee zu begeistern, für echten und guten Tee, und heute geht's um Sirenen und die hört man auf jeden Fall immer ganz gut. Es geht um Grüntee. Longjing aus China. Kommen so bei mir direkt so Preaching, Ming, Mingqian, Longjing. Das ist, wenn man nicht im Thema drin ist, hättest du vor 5 Jahren gewusst, wovon ich rede? Wahrscheinlich nicht, nee. Aber deswegen bin ich ja zum Beispiel auch gerade hier. Okay, ich reiß das jetzt mal auf hier. Ja. Das duftet schon, ne? Und das duftet gut. Ja. Wir haben es auf Instagram. Knister erstmal fertig. Ja. Danke. Wenn ihr das riechen könntet, ne? Also wer uns auf Instagram folgt, der hat vielleicht auch mitbekommen, so wie die Geschichte von diesem Tee war. Ich habe den ja neulich dann noch nach der Rückkehr aus China beim Zoll stehen lassen müssen, weil da noch ein paar Papiere gefehlt haben und die Zollanmeldung entsprechend noch vollzogen werden musste. Und das hat dann noch ein paar Tage gedauert. Und vor einer guten Woche habe ich ihn dann freudestrahlend in Empfang genommen aus dem Zoll. Es ist alles glatt gelaufen und ja, jetzt... Trinken wir den, ne? Und trinken wir das. Also erstmal machen wir hier so ein bisschen was auf den Teller, damit man das nachher schön auch in der Kamera sehen kann. Das ist ja gerne. Da können wir ja gleich nochmal. Ja? Ja, dieser ja? Frische grüne Geruch. Was kommt dir als erstes in den Sinn? Darf ich auch? Gute Frage. Ich bin da immer so. Also so ein Klassiker ist so nussig. Ja, es hat einen Schwung. Nuss hat es, ja. Chestnut. Dann haben wir noch so, ja, so grüne Bohnen, Edamame und sowas, ne? Sowas Vegetabiles. Ich halte das mal in die Kamera. So, dann kann man da nochmal schön drauf zoomen. Gleich nochmal ein Close-up machen. Schöner Tee. Ich stelle mal den großen Sack beiseite, dass der da gut steht. Und ja, dann trinken wir den mal, ne? Genau, also was gibt es zu diesem Tee alles zu sagen? Das Wichtigste ist eigentlich, es ist meiner Meinung nach der perfekte Tee für Grandpa-Style. Also der perfekte Grüntee für Grandpa-Style. Deswegen mache ich jetzt. Willst du einfach mal hier so ein bisschen was in die Gläser reinschmeißen? Ich würde jetzt quasi beide Varianten machen. Da hat man nochmal so einen Vergleich. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal schon in der Kanne aufgegossen. Das hat die ersten 2 Mal nicht so gut funktioniert, da war ich nicht so happy. Und dann, wie das so oft bei mir ist, habe ich einfach stärker dosiert und eine kürzere Ziehzeit und plötzlich hat es funktioniert und ich fand es ziemlich lecker. Das ist ordentlich, oder? Das sieht gut aus. Man kann bei Grandpa Style bei dem Tee auch nicht so viel falsch machen, finde ich, ne? Nee. So, Wasser war jetzt, ich guck mal, 93 Grad. Und ja, also das ist auf jeden Fall, ich finde es jetzt schon geil. Ja, das riecht auch immer noch. Boah, jetzt kommt die Nuss. Ja. Voll. Volle Kanne. Okay, ich mache jetzt hier trotzdem einmal so das Spiel mit der Waage. Und ich glaube, ich erinnere mich,
so vor Ort empfehlen sie so auf so ein Glas, vielleicht ein bisschen größeres Glas, circa 3 bis 5 Gramm. Das würde ja ungefähr auf so einem Kännchen entsprechen. Ja. Allerdings würde ich eher mindestens 5 bei so einem Kännchen nehmen. Ich glaube, ich habe jetzt die letzten Male eher so 8 genommen. Und ja, wahrscheinlich habe ich noch ein bisschen mehr genommen beim letzten Mal. Und man hat ja natürlich eine ganz andere Aufgussvariante. Also jetzt zu sagen, man nimmt, weil das Glas die gleiche Größe hat, genauso viel für so ein Kännchen, kann man machen. Aber hier trinkt man ja einen Aufguss nach dem anderen. Was machst du eigentlich, wenn du jetzt nicht hier mit mir Tee verkostest? Was mache ich dann? An allen anderen Tagen. Ich trinke auch weiterhin anderen Tee. Ja? Ja. Und bin damit eigentlich ziemlich happy. Okay. Und jobmäßig, Studium, wo bist du gerade? Ja. Willst du das verraten? Bald bei Tegeschwendner. Ah, okay. Ja. Schön. Ja. Wie der Zufall es möchte, ne? Ja. Ja. Hast du eine Zusage bekommen? Ja. Geil. Ja. Hatten wir da schon drüber gesprochen? Ich glaube, ne? Nee, du hast nur gesagt. Kurz vielleicht angeschnitten, ja. Ja. Ja, voll gut. Ja, fand ich auch. Wie, wie lange lässt du die Klinge jetzt so ungefähr mal ziehen? Wie lange war das jetzt wohl? 20 Sekunden? 30 Sekunden? Also ich glaube, ich zähle noch weniger mit als du, um ehrlich zu sein. Ja, ich... gezielt, aber es ist auf jeden Fall... Also ich... ja... Hier sinken die Blätter auch schon langsam nach unten. Naja, es dauert noch ein bisschen. Aber geht schon los, wenn man so ein bisschen das Glas schüttelt. Dann kann ich ein bisschen beschleunigen. Ja, also, ich stell dir jetzt mal hier so einen Test hin, da können wir schon mal ein Stückchen schlürfen. Was fällt mir zu diesem Tee ein? Lungjing ist hierzulande bekannt als Drachenbrunnentee oder auch Englisch Dragonwell. Eigentlich so der Nummer 1 Grüntee unter den chinesischen Grüntees, am meisten gefragt. Und es gibt dann immer diese Bezeichnung, ich habe es am Anfang so ein bisschen rausgehauen, Pre-Qing-Ming oder Ming-Tian. Das sind die Bezeichnungen, also es gibt diesen Feiertag am 5. April, irgendwie so in diesem Dreh. Und alles, was vor diesem Tag geerntet wird, gilt sozusagen als die allererste Ernte, die beste Frühjahrsernte. Da sind die Leute heiß drauf und da werden wirklich... hohe Preise im Einkauf bezahlt. Deswegen landen diese Top-Qualitäten in der Regel auch gar nicht hier bei uns auf dem Tisch und in der Tasse, weil diese Tees alle von den Chinesen selber gekauft und getrunken werden. Und entsprechend ist es schwierig, heranzukommen. Ja, genau. Du hast schon probiert? War noch ein bisschen heiß, ja. Ja, das ist lecker. Ja. Ja, so genau so soll er schmecken, finde ich. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Naja, und man hat natürlich diese Blätter, dieses plattgedrückte, gleichmäßige, also... Es gibt so gewisse Kriterien, anhand derer man so einen Tee festmachen kann oder wo man sagen würde, so das spricht für eine hohe Qualität. Und die Schwierigkeit ist tatsächlich auch rauszufinden, wo kommt der Tee eigentlich tatsächlich her. Ja. Das Gute ist aber, du warst ja persönlich dort vor Ort, ne? Ja. Deswegen... Ja. Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, so halbwegs verlässlich an so guten Longjing zu kommen. Also klar gibt es natürlich auch Händler des Vertrauens und es gibt auch im Großhandel hin und wieder gute Qualitäten, auch Bio-Qualitäten. Die sind aber regelmäßig nicht zwingend aus der Frühjahrsernte. Ja. Wie gesagt, das ist also vor Ort. Ich habe Preise gehört, da kippt einem einfach nur so die Kinnlade runter und denkst so, oh, also ich denke dann,
es steht irgendwie nicht mehr so richtig in einem Verhältnis zu dem, was man an Trinkvergnügen auch wirklich hat. Also da wird ganz viel auch über, naja, so den Status. Ja, also, ne, Statussymbol. Das ist so, man gehört halt zu den Auserwählten, die eben diese Frühjahrsernte ergattern konnten und vor allen Dingen in der Lage sind, diesen Preis zu bezahlen. Und die Preise orientieren sich einfach auch an dem, was die Leute bereit sind zu blechen. Und da sieht man ziemlich viele Luxuskarossen durch die Teeberge cruisen, die dann halt dort zu dieser Jahreszeit auch Tee einkaufen. Ich habe Derek dort getroffen von One River Tea. Der hat mir auch noch so ein paar Tipps gegeben und ein paar Sachen gezeigt. Wir haben eine kleine Interviewsituation gemacht und also er wollte da was aufnehmen für seinen Podcast Tea Soup. Das ist, glaube ich, noch nicht online, bin ich mir gerade nicht sicher. Und genau, er war eben auch dort unterwegs, hat es auch angeschaut, hat auch gesagt, ja, es ist extrem schwierig, diesen Tee zu kaufen und verlässliche Quellen zu finden. Und diese verlässlichen Quellen, also die Top-Quellen haben eben diese Top-Preise auch. Ja. Und das ist so ein bisschen, ja. Hast du aus dem Glas auch schon probiert? Noch nicht, nee. Aber Tee schwimmt noch ein bisschen oben an der Oberfläche. Aber so langsam. So langsam sinkt er, ja. Tut sich was, ne? Ja, und dann ist halt so ein Kriterium, wie gleichmäßig sieht das Blatt aus. Ist es eher, es gibt welche, die sind sehr grasig, dunkelgrün. Da habe ich jetzt gelernt, das sind häufig nicht die echten Longjings. Also so ein Longjing sollte schon sowas grün-gelbliches haben und das sollte sich dann auch in der Tasse widerspiegeln, also so leicht ins Gelbe gehen. Und ja, eben dieses nussige Aroma. Und du hast jetzt auch gerade bestätigt, dass... Ja, riecht schon. Ja. Wie bist du denn zum Tee gekommen eigentlich? Wie ich zum Tee gekommen bin? Zurück in die Vergangenheit. Ich habe natürlich als Kind sehr viel Kräutertees getrunken und meine Mutter hat mich dazu auch mehr oder weniger fast genötigt, als ne, wenn man natürlich krank ist, denn immer Kräutertee und so weiter und hat mir als Kind halt nie geschmeckt. Und irgendwann, als ich hier nach Hamburg gekommen bin, einfach per Zufall ist mir aufgefallen, es gibt ja auch noch anderen Tee anstatt Früchtetee. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, wo man da rankommt, auch hier in Hamburg, und bin dann irgendwann Ende 2019 hier in diesen Laden gestolpert. 2019, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Schon ein paar Jahre. Und was gab es für Kräutertee bei Mutti? Ach, ganz normal. Fenchel und so. Fenchel, Kamille. Ja. Ach, Teebeutel. Salbei. Ne, also, ganz klar. Ja, krass. Hast du einen Lieblingstee? Gibt's sowas? Lieblingstee. Würde ich jetzt nicht. Du trinkst gerne die rauchigen Tees, ne? Ich trinke gerne die rauchigen Tee. Also Lapsang geräuchert ist schon nicht schlecht. Aber ein Lapsang ungeräuchert schmeckt natürlich auch. Okay. Ja, hier ist ja auch so eine leichte Röstnote drin, dadurch, dass dieser Tee durch eine Pfannenröstung geht. Das passiert mittlerweile fast komplett maschinell. Also die handgearbeiteten, handgerösteten Tees, das sind dann die, von denen ich vorhin gesprochen habe, die so eher so, ja, eigentlich unbezahlbar sind. Es gab auch so Situationen, wo ich gefragt habe, was kostet denn der Tee? Na, da ging es um einen komplett handgearbeiteten. Also die Ernte ist Handernte, aber dann dieses Rösten, das findet hauptsächlich durch Maschinen statt. Und auch da braucht man natürlich Fingerspitzengefühl und einen Blick fürs Detail. Aber es ist natürlich ein viel größerer Aufwand, wenn diese Tees in mühevoller Handarbeit in diesen Elektrovox mittlerweile da so von Hand geröstet werden. Und da war so ein Tee, der war komplett handgearbeitet und die Frau hat zu mir gesagt, kannst du nicht bezahlen, kannst du nur trinken. Und dann hat sie ihn halt für uns aufgegossen und wir haben diesen Tee getrunken, der war auch extrem lecker, aber der Preis, hat sie gesagt, also er wäre eh nicht mehr in einer ausreichenden Menge verfügbar gewesen und tatsächlich hat sie auch gesagt, so kein Preis, den du bezahlen kannst oder willst. Und wir sprechen hier von tatsächlich
mehreren 100 bis 1000 Euro für ein entweder ein halbes Kilo oder dann eben ein ganzes Kilo. So. Also die Preise dort werden in 500 Gramm Schritten angegeben. Und ich habe tatsächlich auch Tees gesehen, wo ja, man so von mehreren 100 bis sogar über 1000 Euro für 500 Gramm haben wollte. Ja. Im Einkauf, ja. Vor Ort, direkt beim Erzeuger. Da muss man sich natürlich auch irgendwann die Frage stellen, so inwiefern, also Preis- und Trinkverhältnis so, ob das irgendwann, also inwieweit kann man die Höhe des Preises noch im Geschmack wiedererkennen. Ne? Ja. Ja, es ist genau dieses Statussymbol eben. Ne? So, es gibt dann eben Leute, die können sich das leisten und die wollen sich das leisten. Und das ist dann natürlich auch, hat dann auch einen anderen Stellenwert in der dortigen Gesellschaft, wenn man eben sagen kann, ich habe hier aus diesem Kerngebiet, Schiffern, ist so der Begriff für dieses zentrale Gebiet, wo die allerbesten Longjings herkommen, sind so Höhenlagen so um die 1000 Meter, eher drunter. Also 500 bis 800 Meter sind eigentlich so die meisten. Und es gibt dann halt diese Urbüsche, diese Mutterbüsche, da gibt es ein paar Dutzend oder so und dann drumherum natürlich, und je weiter der Kreis zieht, desto günstiger wird es. Das heißt aber nicht, dass diese Urpflanzen und dieses Ursprungsgebiet, dieses Kerngebiet auch die besten sind. Ne? Das ist eben einfach nur so, ja, wir wollen das haben, weil das ist eben so das Kerngebiet, wo der ganz ursprünglich herkommt, und da sind die Chinesen eben anders bereit dazu, da wirklich hohe, hohe Preise dafür zu bezahlen, einfach um diesen Status nachher haben zu können und zu sagen so, ich habe diesen Tee. Und viel wird auch verschenkt. Also es ist dann so ein klassischer Gift-Tee, Gift-Englisch, also kein giftiger Tee, sondern als Geschenk. Und ja, wird dann eben so, um jemanden auch zu zeigen, wie wichtig er oder sie einem ist, schenkt man dann eben diesen teuren Tee. Ja. Also jetzt hier im Glas ist er ganz schön kräftig geworden, ne? Ja, ich finde, aber hier kommt die lustige Note nochmal richtig gut zum Vorschein. Ja. Ja. Haben wir auch immer wieder so einen kleinen Lacher mit Peter, ne? Wenn wir von edelbitteren Noten sprechen, würde ich jetzt hier auf jeden Fall auch sagen. Also ich bin voll bei edelbitter. Das ist immer die Frage, wie, ne, so bei der Schokolade würde man von zartbitter sprechen, aber also es geht ja eigentlich gerade darum zu sagen, so okay, ist es eine Bitternote, die ich als angenehm empfinde, oder ist es halt irgendwas, wo ich sage, das ist untrinkbar. Hab durchaus auch schon Tees gehabt, wo ich dachte, Ja. Und dafür, dass er mit 95 Grad aufgegossen ist? Ja, hat sich gut gehalten, ja. Kann man auch essen. Ja, habe ich auch schon herausgefunden. Also es ist auch, da war ich auch ein bisschen beeindruckt. Normalerweise mache ich das nicht oder finde es auch eher so nicht so lecker. Aber beim Longjing muss ich sagen, kann man auch mal so ein Blatt mitkauen. Ja. Ja, und jetzt habe ich von diesem Kerngebiet gesprochen. Schiffung. Und das ist dann der klassische Xihu Longjing, also Westlake, Dragonwell. Es gibt eben bei der Stadt Hangzhou, Küstenregion von China, einen See, der Westlake, und direkt am Fuß dieser Berge liegt eben dieser See. Das heißt, man hat die Stadt, man hat den See und dann hat man die Teeberge. Und dieser Original Xihu Longjing, Westlake, Dragonwell oder eben auch Drachenbrunnentee in Deutschland, der kommt eben aus diesem Kerngebiet, von dem ich gerade gesprochen habe, und den kriegt man hier eigentlich nicht. Also wenn dann, ja, oder wenn, dann sind es alte Ernten aus alten Jahren oder die Sommerernten, die deutlich günstiger sind, oder leider halt auch, also
Fake ist immer so ein blöder Begriff, aber es wird dann halt, also ja, es ist Lungting-Machart, das ist so ein bisschen wie Wiener Schnitzel oder Schnitzel-Wiener Art. Und das heißt nicht, dass ein Schnitzel-Wiener Art unbedingt schlechter ist als ein Wiener Schnitzel, oder es kann auch besser sein, wenn das Wiener Schnitzel schlecht zubereitet ist. Und ja, vielleicht auch mit einem Champagner vergleichbar oder so, ne? So. Und es gibt mittelmäßigen Champagner, es gibt sehr teuren Champagner, es gibt Champagner, der ist einfach nur bekannt, weil die Marke bekannt ist und sagt erstmal noch gar nicht so was über die Qualität aus. Und vielleicht ist es so vergleichbar. Und es gibt natürlich auch Top-Qualitäten von weiter weg. Teilweise kommen die ein paar hundert Kilometer weiter südlich entfernt aus Fujian. Und werden aber auch als echter Lungjing verkauft. Und da ist natürlich die Schwierigkeit. Ah. Also, ist das dann noch echt oder ist es eben, wäre es eigentlich fair zu sagen, es ist der Stil, Lungjing-Style? Keine Ahnung, wie siehst du das? Ja, also ich finde, also meiner Meinung nach muss der Tee nicht unbedingt aus der Region kommen, direkt, um halt auch gut zu schmecken. Solange es mir am Endeffekt schmeckt, was in der Tasse landet, finde ich damit eigentlich ganz korrekt. Also natürlich sollte man immer wissen, es gibt natürlich diese Region, wo der Original, wo der originale Tee rauskommt. So, also dann würde ich der Meinung, man sollte schon vielleicht auf der Verpackung schreiben, wenn es nicht der echte ist. So, aber genau. Das halt gleich haben wir auch bei Pu Er, da haben wir auch Original Pu Er aus der Region, beziehungsweise mit dem Dorf. Und andere postfermentierten Tee oder fermentierten Tee. Ja, oder eben, ne? War das okay, dass wir unseren Pua aus Laos so genannt haben? Oder ist es okay, wenn wir eben sagen, dass er aus Laos kommt? Ja. Das ist ja dann schon transparent, dass er eben aus einem anderen Land und eben nicht aus dieser ganz ursprünglichen Region in Yunnan kommt. Und dieser Tee, ne, um jetzt wieder zurück zur Sache zu kommen, der kommt eben aus Tientang. Das ist quasi auf der anderen Seite des Flusses. Also es gibt den Fluss und den See und dann die Berge. Und auf der anderen Seite des Flusses, auch Hangzhou, wird eben auch relativ viel Lungjing produziert. Tatsächlich sind das auch sehr große Anteile des Marktes. Und dieser Tee wird in China auch als Hangzhou Lungjing bezeichnet. Also es gibt einmal den Westlake Lungjing, Xihu Lungjing und einmal diesen Tientang oder Hangzhou Lungjing für die Herkunftsbezeichnung. Also es ist einmal sehr, sehr speziell, diese Kerngebietstees direkt vom See, und dann auf der anderen Seite des Flusses wird eben die Stadt als Ursprung des Namens genannt. Und daher kommt unser Lungjing. Und die Situation vor Ort ist sehr kompliziert. Also ich kann verstehen, wenn man dort unterwegs ist, dass man auch vielleicht sagt, ich bin nicht bereit, dieses Risiko einzugehen, hier einen Tee zu kaufen, weil man nie die hundertprozentige Sicherheit hat. Ich habe eine Empfehlung bekommen von einer Teehändlerin aus Xi'an. Und die hat gesagt, geh mal zur Auntie, wie hieß sie, Zi'an? Auntie Zi'an, also die Tante Zi'an. Und geh zu ihr. Und sie hat gute Tees, vertrauenswürdig. Und dann bin ich zu ihr gegangen, war bei ihr im Shop, also es ist auch eher ein, wenn man so will, Großhandelsshop. Und bin von da aus dann in die Berge gefahren, in dieses Kerngebiet, wieder zurück in den Laden, dann auf die andere Seite des Flusses, dann nochmal auf den Großmarkt, dann wieder zurück in den Laden, und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt einiges gesehen und ich habe irgendwie ein Verständnis davon, was auch realistische Preise sind, weil wenn die Preise zu niedrig sind, dann weißt du auch schon, kann nicht von hier sein, geht nicht, macht keiner. Und habe dann diesen Tee gekauft, so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich daneben gestanden habe, während dieser Tee produziert wurde. Das muss man halt einfach sagen. Der ist auch nicht bio. Also das mag sein, dass da
teilweise bioorganisch gearbeitet wird, aber ich habe da jetzt kein Siegel oder sowas erwartet oder das auch nicht, das wurde auch nicht behauptet und das ist halt eine konventionelle Ernte, aber gleichwohl aus einer verlässlichen Quelle und ich bin sehr happy damit, ich finde den Geschmack super, ja. Schmeckt auch sehr gut. Ja, ja. Findest du gut? Sowohl Grandpa als auch Kung Fu. Ja. Ja, also ich... Ich nähere mich immer mehr dem Kännchen an. Hm. Finde, das macht schon auch Spaß. Aber das ist halt so... stylmäßig, so von der Ästhetik her, ist das einfach so das Nonplusultra. Also da geht echt nichts drüber. Und ich habe natürlich auch immer wieder Leute hier, die... die diesen Tee probieren wollen. Also steht der jetzt schon wieder eine Woche hier und dann muss ich mal aufpassen, dass ich rechtzeitig Wasser nachschütte, bevor sie es ganz ausgetrunken haben. Weil das ist ja natürlich die Idee, dass man das Glas nicht ganz austrinkt, sondern immer nur so zwei Drittel oder ein Drittel raustrinkt und dann wieder mit heißem Wasser auftoppt, damit dieser intensive Sud, der unten sich bildet, immer wieder nachverdünnt wird und dann kann man da ein paar Runden drehen, glaube ich. Ja, die Blätter. One leaf, one bud. Also man hat halt wirklich 1A. Die Knospen hier. Das ist wirklich sehr schön zu sehen. Kannst du mal einmal, da drüben liegt so eine Pinzette, so ein dieses Bambusteil. Geil. Kann man auch noch mal ein paar hier rausholen. Und das ist halt wirklich, ja, da freue ich mich einfach, wenn das so bilderbuchmäßig ist, ne? Und auch relativ kleine Knospen, also es sind halt wirklich junge Triebe. Und das ist nämlich auch noch mal so eine Sache, dass man ja bei Lungding gerne dann auch schon, die Blätter werden dann größer, die Knospen werden größer und das sind dann häufig die späteren Ernten, die Sommerernten oder eben später aus dem Frühjahr. Und alles, was so kleine Knospen hat, ist ja das, was man so im Frühjahr versucht zu ergattern. Und ich glaube, dafür muss man auch einfach vor Ort sein und also das wird kein Tee, der wird jetzt hier mit diesen paar Kilo, die ich mitgebracht habe, eine Weile lang verfügbar sein. Und wenn er dann ausgetrunken ist, dann gibt es den voraussichtlich auch erst wieder, wenn ich wieder darüber fahren kann. Also ich kann da nicht nachbestellen. Das ist bei diesem Tee, also zumindest habe ich jetzt keinen Kontakt gefunden, wo ich sagen würde, kaufe ich einfach blind wieder ein. Zumal diese Qualitäten auch, es sind so viele unterschiedliche und man müsste sich dann eben auch unendlich viele Samples schicken lassen, dann probieren und die Sache ist eben, bis die Samples hier sind, wenn ich die verkostet habe und eine Rückmeldung gegeben habe, ist das gute Zeug dann schon wieder weg. Also, ja. Hat Teekschwendner ein Lungding im Sortiment? Wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Ja, ist gut, dass wir jetzt das Video drehen. Wann fängst du an? 15. 15. Ja. Ja gut, dann muss ich zusehen, dass ich das Video noch diese Woche veröffentliche. Ja. Ich glaube, wenn du dann einmal angestellt bist, dann müsste man vielleicht schon einmal kurz nachhorchen. Aber es passiert dann noch vor deinem Anstellungsverhältnis sozusagen. Ja. Ja, ich freue mich. Also hier der Filialleiter, ich nenne jetzt keine Namen, aber der kommt auch ab und zu mal hier rein und dann trinken wir ein Tässchen Tee zusammen. Also habe eigentlich auch schon einige Jahre ein gegenseitig wohlwollendes Verhältnis mit der Gschwendtner Familie, kann man ja eigentlich sagen. So, ne? Also egal wo man hinkommt, sind eigentlich immer angenehme Menschen und ja,
Aber ich muss jetzt auch keine Werbung für Tick Schwendner machen, nein, oder? Finde ich auch nicht, aber... Aber ich finde es gut, dass dieser Kontakt immer da ist, ne? So, also immer wieder Leute, die da gearbeitet haben oder arbeiten, dass man sich so austauscht. Ja. Auf jeden Fall. Ja, okay, ich bin jetzt wach und sehr angetan von diesem Tee. Mhm, ich auch. Willst du noch irgendwas zu diesem Tee sagen? Nö, ist ein guter Tee, ist ein guter Longjing und ich freue mich darauf, auf jeden Fall mal eine Tüte mitzunehmen. Ja, vielleicht jetzt gleich. ja, mir fällt jetzt gerade so direkt auch nichts mehr ein. Ich glaube, wenn Fragen aufkommen, dann kann man die ja auch noch in die Kommentare schreiben. Oder uns anderweitig auf verschiedensten Kanälen, sei es jetzt Instagram oder per E-Mail, telefonisch kontaktieren und ansprechen. Und ich würde sagen, seht zu, dass ihr was ergattert, weil es ist wirklich nicht so viel, was ich mitgebracht habe. Und wie gesagt, ich werde dann auch erst wieder Nachschub bekommen, wenn ich wieder vor Ort bin. Zumindest sehe ich das anders nicht, dass ich jetzt irgendwie neue Ernten dann nächstes Jahr einfach so easy bekommen kann. Das heißt, das, was jetzt da ist, ist verfügbar und go and get some. Also nicht zu lange überlegen. In diesem Sinne, sag ich mal tschüss und genießt euren Tee. Genießt euren Tee. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Tschüss.